morgens um 11:30 hab ich nicht mehr rumgegammelt, sondern alle Bücher gesucht und gesammelt, die den Anschein erwecken sollten, ich würde studieren. Doch spätestens um 12 konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, denn sie studierte Jura, um die Welt zu gestalten. Ich wollte das auch und vor allem sie unterhalten. Sie kannte den Feind, konnte ihn lokalisieren. Ich wusste gar nichts, doch ich wollte ihr imponieren. Sie hat über meine Witze gelacht, was sollte ich also ändern? Denn es reichte mir, mit ihr über die Zülpicher zu schlendern. Im Beethovenpark gab sie mir einen ersten Kuss und sagte, dass sie unbedingt sofort noch studieren muss. Am Albertus Magnus Denkmal um 12:30 trafen wir uns, um alles andere zu vergessen. Wir wollten die Welt verändern, doch gingen meistens in der Mensa essen. Sie las viel, war politisch interessiert und lächelte mich an. Außerdem hörte sie mir zu, was gibt es Schöneres für einen Mann? Ich will nicht nur jetzt, sondern immer mit dir zusammen sein, sagte ich ihr bei einer Pizza und einem Liter Aldi-Wein. Sie sagte, du bist nur romantisch, kein Idealist. Aus dir wird mal ein Zyniker oder sogar ein Faschist. Du willst die Welt nicht ändern, du willst ihr nur entfliehen. Und ich hab sie nur stumm angesehen. Dann nahm sie mich in ihre Arme und ließ mich nicht mehr los. Ich mag dich wirklich gerne, doch die Welt ist so verdammt groß. Albertus Magnus Denkmal um 12:30 trafen wir uns, um alles andere zu vergessen. Wir wollten die Welt verändern, doch gingen meistens in der Mensa essen. Sie nach New York, es gab keinen letzten Kuss, nur den Hinweis, dass irgendjemand die Welt ja schließlich retten muss. Ich schrieb ihr viele Briefe, Gedichte und 43.000 Lieder, doch tief in mir wusste ich, wir sehen uns niemals wieder. Ich stand noch oft vor dem Denkmal und habe laut geflucht. Und ich glaube, wir haben immer etwas im anderen gesucht. Doch gefunden haben wir immer nur unsere eigenen Unzulänglichkeiten, die uns zielsicher in jeden Abgrund leiten. Durch Google weiß ich, wie erfolgreich sie heute ist, aber nicht, ob sie unsere Zeit genauso sehr vermisst.
Heute geh ich nicht mehr zum Denkmal, um irgendetwas zu vergessen. Doch wenn ich mittags in Köln bin, geh ich in der Mensa essen. Am Albertus Magnus Denkmal um 12:30. Trafen wir uns, um alles andere zu vergessen. Wir wollten die Welt verändern. In der Mensa essen. Dankeschön.